Ja, danke Marianne. Das ist schön, hier in der eigenen Universität einen Vortrag halten zu können, auch mit den Kollegen über eine spannende Frage zu diskutieren. Gibt es digitale Kompetenzen? Die Frage habe ich heute mitgebracht und einige haben vermutet, ich werde hier eine negative Antwort darauf geben, wenn ich sie schon so provozierend sage. Nein, ich kann andeuten, es wird eine wohlwollende Antwort darauf geben. Ja, ich komme vom Learning Lab. Das Learning Lab ist eine Einrichtung in der Fakultät für Bildungswissenschaft. Und dort sind ungefähr 40 Personen damit beschäftigt, die Zukunft des Lernens zu untersuchen, Digitalisierung und Lerninnovationen zu untersuchen in einer Reihe von Projekten. Und wie Sie hier sehen, decken wir eine ganze Reihe auch von Bildungssektoren ab, von der Schule, Hochschule über die Erwachsenenbildung hin auch zur wissenschaftlichen Weiterbildung. Uns ist es wichtig, gestaltungsorientierte Bildungsforschung zu betreiben, also wo wir in Kooperation mit Partnern aus dem Feld neue Wege erproben und dabei auch versuchen, theoretische auch Modelle und Konzepte weiterzuentwickeln. Das ist die Idee einer gestaltungsorientierten Bildungsforschung. Hier eine Reihe von Partnern, mit denen wir unterwegs sind. Insbesondere die Leibniz-Institute in Deutschland sind für uns wichtige Partner, aber auch andere Einrichtungen und hier eine Reihe von Geldgebern, mit denen wir eben halt solche Projekte umsetzen. In der Universität sind wir auch unterwegs mit verschiedenen Akteuren. Uns ist hier wichtig die Zusammenarbeit im IZFB, wo eine Plattform, Forschungsplattform Bildung in der digitalen Welt eingerichtet worden ist und wo auch alle eingeladen sind, mitzuwirken. Wir haben erfreulicherweise schon 60 Personen bei einer Auftaktveranstaltung gewinnen können, mitzudenken, nachzudenken, sich einzubringen, zu vernetzen. Wir werden das auch weiter vorantreiben mit Workshops und anderen Angeboten, wo wir eben halt die Forschenden interdisziplinär zusammenbringen wollen, im Austausch, auch vielleicht in der Frage, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Die E-Learning Allianz tauchte heute schon mehrfach auf, ist für uns der Weg, in der Universität auch die Themen voranzubringen. Und die Zusammenarbeit mit der Ruhr Campus Akademie, Herrn Scholz, ist auch wichtig im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung. Das soweit zur Positionierung. Digitale Kompetenz, ja. Also, die Frage ist, gibt es sie? Und ich möchte mich da natürlich in bestimmten Etappen diesem Thema nähern und die Frage stellen, wie können wir uns mit dem Thema aus einer Sicht der Mediendidaktik beschäftigen. Fangen wir ganz einfach an. Die Bereiche einer Grundbildung, das heißt also die grundlegenden Fertigkeiten des Lesen und Schreibens, beziehen sich eben bekanntlich auf bestimmte Symbolsysteme. Und dies gehört zur Grundbildung der Partizipation in einer Gesellschaft. Und nun so der Gedanke, so hören wir es in verschiedenen Papieren, kommt nun als eine vierte Kulturtechnik, die digitale Technik zu, digitale Technik zu nutzen, zu verstehen, zu bewerten, zu gestalten. Es ist ein Ansatz, der die digitale Technik eben additiv definiert als etwas, was dazukommt, etwas, was nun zu den vorhandenen Praxen in unserer Kultur als zusätzliche Kompetenz zu erwerben ist. Und mit diesem Bild möchte ich eine alternative Sicht andeuten, nämlich den Gedanken, der halt auch mit einigen medien- und kulturtheoretischen Überlegungen hinterlegt ist, dass wir die Digitalisierung nur dann verstehen, wenn wir verstehen, dass sie nicht additiv dazu kommt, sondern dass sie vorhandene Praxen der Kultur durchdringt. Dass sie also etwas ist, das das Vorhandene irritiert, dass es etwas ist, bei dem wir uns neu positionieren müssen, eben halt in den Kernprozessen unserer Gesellschaft. Also ganz einfach gedacht eben etwa, Amazon ist nicht einfach ein Onlinehandel, der dazugekommen ist zu dem sogenannten stationären Handel, sondern er durchdringt eben halt Business, Commerce und wie Ökonomie in unserem Jahrhundert funktioniert. Und das ist eben die Frage, was bedeutet das für Bildung? Also Sie ahnen jetzt schon, eben die Antwort wäre eben, es reicht nicht aus, die Studierenden eben halt zu einem PowerPoint-Kurs am Freitagnachmittag zu schicken oder die Schüler in der Schule eben halt auch in den Keller in irgendeinen Computerraum mal zu setzen, sondern wir müssen uns überlegen, was bedeutet das für alle Themen, für alle Fächer, für alle Stufen.
Und ich will nochmal auch verdeutlichen, dass in der Art, wie wir über die Digitalisierung reden, kommen schon eben halt bestimmte Denkfiguren zum Ausdruck. Also zum Beispiel finden wir in vielen Untersuchungen, Befragungen von Schülern und Kindern, Jugendlichen, wie viele Stunden bist du im Internet? Scheint ja eine ganz normale Frage zu sein. Aber fragen Sie das mal Ihren jugendlichen Sohn oder Ihre jugendliche Tochter. Also meiner guckt mich dann so komisch an und würde sagen, wie meinst du das? Wie viele Stunden? Das Internet ist doch irgendwie immer da. Das Internet ist doch jetzt, wenn wir hier im Raum sitzen, nicht weg. Oder die Frage, ist das Internet schädlich? Also das kann ja ganze Tagungen füllen, eine solche Frage. Das würde mal unseren Kindern ganz komisch vorkommen, diese Frage, weil die würden doch das schon so weit verstanden haben, dass sie sagen, naja, es kommt ja wohl darauf an, was man im Internet macht, nicht? Genauso wie wir ja auch keine Tagungen darüber führen, ob das Buch schädlich ist, ne? By the way, vor 100 Jahren hat man dies tatsächlich geführt und insofern hat das offensichtlich einen gewissen Wiederholungscharakter. Also, das Plädoyer ist, wir müssen das verlassen, diesen Gedanken, dass es eine analoge versus eine digitale Welt gibt. Gleichzeitig auch diese Konnotation, die wir häufig haben, dass die analoge Welt sozusagen die echte Welt ist und die digitale Welt etwas ist, sozusagen, was irgendwie mit Defizit versehen ist. Das ist ja nur digital, das ist nur im Internet. Die echte Begegnung wird derart aufgewertet. Wir müssen eben halt sehen, dass eben halt mit diesen Medien, mit diesen Wegen, mit diesen Möglichkeiten Kommunikation und Interaktion eben beides möglich ist. Also wir müssen es integral uns annehmen. Wir müssen verstehen, dass es etwas Durchdringendes ist. Und in der Informatik finden wir das auch in entsprechenden Forschungsrichtungen, die hier angezeigt sind, diese Schlagworte, die dieses durchdringende, mobile, ubiquitäre zum Ausdruck bringen, ja auch das Verschwindende, das Computer ist, der ist gar nicht mehr sichtbar, ne? Die sind irgendwie überall da und wir können sie gar nicht mehr unmittelbar zuordnen. Also in diesen Reden über das Digitale merken wir, sozusagen da projizieren wir eigentlich eine bestimmte Idee von Technik in diese Begrifflichkeit und insofern können wir vorsichtig sein in der Befragung solcher Denkfiguren. Kommen wir zurück auf den Begriff der Medienkompetenz, der in diesem Zusammenhang ja eine wichtige Bedeutung hat und auch ein Ankerpunkt ist. Er wurde in den 70er Jahren von Barker für die Erziehungswissenschaft entwickelt. Warum war das in den 70er Jahren ein wichtiger Punkt? Die Schule, ja, ist damals schon als Buchschule hat sie gearbeitet. Und sie hat aber gemerkt, da passiert in der Freizeit, im Alltag passiert etwas jenseits des Buches. Die Menschen hören Radio, die Menschen hören Fernsehen, gehen ins Kino, lesen Broschüren, Zeitschriften aller Art. Und wie können wir das aufgreifen? Also in der Schule oder auch in der außerschulischen Jugendarbeit hat man eben überlegt, wie können wir eine kritische, reflektierende Haltung zu diesen Medien entwickeln? Medienkompetenz war hier das Schlagwort. Wenn nun aber die Lebenswelt und die Lernwelt durch den Computer nun eben zu einer digitalen Welt wird, dann müssen wir natürlich neu verhandeln, was das eigentlich meint. Und hier bietet sich eben der Begriff an, über Bildung in der digitalen Welt zu reden und darüber zu reden, dass dies eben halt sein könnte, am Wissen der Kultur mit eben Medien teilzuhaben, die eigene Identität zu entwickeln und sich mit anderen über Medien zu verständigen. Das ist die Kurzfassung, wie wir sie in verschiedenen Publikationen jetzt momentan in den letzten Jahren vorfinden. Und Sie sehen eben halt auch, dass diese politischen Papiere in Deutschland sehr stark von dieser Formulierung eben halt auch ausgehen. Da haben eben doch auch einige Wissenschaftler sehr sich bemüht, dass das Ganze eben heißt, Bildung in der digitalen Welt und nicht digitale Bildung. Nochmal, wenn es digitale Bildung gäbe, dann müsste es ja auch analoge Bildung geben. Und wir ahnen alle, dass es das irgendwie schon semantisch schwierig zu begründen wäre. Bildung in der digitalen Welt legt den Fokus auf Bildung. Und was bedeutet das? Ich will das am Ende wieder aufgreifen. Ich will noch ein bisschen weiter ausholen auf Lösungsversuche mit dieser Herausforderung, die Zukunft beschreibend durch Bildungsanliegen auch definieren zu können.
Hier beispielsweise das Framework der OECD, in der, wie Sie auf der einen Seite sehen können, auch über Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen definierte Wege gesucht werden, wie man die Herausforderungen der Zukunft beschreiben kann. Und in solchen Prozessen im politischen Raum finden wir immer wieder Versuche, positiv zu definieren, was denn nun die entscheidenden Herausforderungen sind. Die OECD nennt die Ökologie, die Ökonomie und gesellschaftlicher Zusammenhalt und sagt, das wären Bildungsziele, die wir in den Industrienationen vorantreiben müssten. Die Bildungstheorie ist hier sehr zurückhaltend. Sie hat gemerkt, dass es schwierig ist, positiv zu benennen, was denn nun tatsächlich ganz konkrete Bildungsziele sind, die wir benennen könnten. Wir sehen hier in diesen politischen Papieren, ist man gefordert, Antworten zu finden auf diese Frage. Aber wir können dann sehen, in diesem Papier beispielsweise, dass eben aus dieser OECD-Diskussion hervorgegangen ist, wir können da natürlich auch sehr schnell die Probleme solcher Listen, solcher kanonischen Aufarbeitungen von Kompetenzen finden. Man kann dann hier sofort die Frage stellen, warum sind es diese Kompetenzen, die hier benannt worden sind, als die Kompetenzen für die digitale Welt? Kommt nicht beispielsweise in diesen Einstellungen und Werten, die wir hier fordern, ein ganz spezifisches Bild von Zukunft und eben halt auch von der Idee, was eigentlich wichtig ist in der Gesellschaft, zum Ausdruck? Würde also zum Beispiel in China, in afrikanischen Ländern, in anderen asiatischen, amerikanischen Kontinenten diese Liste genauso aussehen? Wohl kaum. Hier wird also durchaus eine bestimmte kulturelle Idee vermittelt. Und ich meine, das ist im politischen Prozess ja auch wichtig, die zu beschreiben. Aber das Problem dieser Listen ist, dass es diese Idee eigentlich versteckt. Dass gar nicht deutlich wird, was für eine normative Setzung hinter diesen Kompetenzkatalogen steht, sondern sie werden eben als solche publiziert. Und solche Kataloge finden sich zuhauf. Also die EU ist gerade fleißig dabei, für alle möglichen Lebensbereiche solche Kataloge für digitale Kompetenzen zu entwickeln. Das sind zum Beispiel der Katalog digitaler Kompetenzen für bürgerschaftliche Beteiligung. Das ist der Katalog digitaler Kompetenzen für Konsumenten. Und verschiedene Arbeitsgruppen eben halt entwickeln eben immer wieder solche Kataloge. Und Sie merken an meiner Rede, dass wir aus bildungswissenschaftlicher Sicht da sozusagen etwas fremdeln mit, weil die Frage ist, wie willst du die letztlich begründen? Also natürlich, man kann sagen, es ist ein politischer Einigungsprozess. Man kann sagen, eine Gesellschaft benötigt diese. Aber die bildungstheoretische Begründung zu liefern dafür ist eben halt schwierig. Ich will auf ein Problem verweisen. Wie gut können wir eigentlich Zukunft vorhersagen? Wie gut können wir sagen, was in der digitalen Epoche in den nächsten 10 bis 20 Jahren relevant wird? Sie kennen vielleicht diese Studien von der Unternehmensberatung Gartner, die diese Hype Cycles beschrieben haben. Und dort wird beschrieben, welche technischen Entwicklungen in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich eben halt erfolgreich sein werden. Und jetzt kann man ganz leicht hergehen und mal schauen, welche sind denn eigentlich von 2005 in 2015 zutreffend eingetreten. Und Sie werden feststellen, keine. Und Sie werden feststellen, wenn Sie das mal systematischer betrachten, das ist nie gelungen. Also alleine schon im technischen Bereich scheint es gar nicht so einfach zu sein, gewisse Entwicklungen klug vorherzusagen. Und Sie ahnen, das ist mit einer ganzen Gruppe von klugen Experten und Expertinnen entwickelt. Das heißt also, diese Frage, wie können wir für die Zukunft eigentlich sagen, was wirklich da passiert, um dann auch für die Zukunft kluge Aussagen zu machen, welche Kompetenzen denn dann für diese Epoche nötig ist, für diese Zeit, ist hier zum Beispiel schon sehr schwierig. Und ich will auch auf der Einstellungsebene deutlich machen, wie schwierig das ist. Wenn wir uns einmal hier mal überlegen, auf der Ebene von Wertesystemen, was wir im letzten Jahrhundert eigentlich für Brüche erfahren haben. Wenn wir uns also überlegen, wenn wir Lehrer ausgebildet haben, jemand, der in der Monarchie groß geworden ist, der hat dann in der Weimarer Republik gelehrt, vielleicht im Nationalsozialismus. Jemand, der im Nationalsozialismus groß geworden ist, hat vielleicht in der DDR gelehrt. Und nachher in Deutschland. Und heute, für was bilden wir eigentlich heute aus? Für welche
Welche Einstellungen und Werte vermitteln wir heute auf dieser Ebene? Wir müssen sehen, dass eigentlich auch in diesen Wertesystemen ja vielfache Brüche passieren. Aber wir gehen eigentlich von einer Konstanz aus. Wir nehmen an, dass wir eben halt vom Ist-Zustand im Grunde genommen eine gewisse diese Ideen forttragen können. Aber mein Gedanke wäre, dass wir doch Friktionen passieren, die aber nicht so einschnittartig eben halt erfahrbar sind wie frühere Brüche. Insofern müssen wir auch hier sagen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, im Grunde genommen in der Frage, wie können wir zuverlässig sagen, welche Einstellungen, welche Wertesysteme eigentlich für die Zukunft zu definieren sind. Nochmal, wir müssen immer unterscheiden, ob es ein politischer Verständigungsprozess ist oder wie wir es wissenschaftlich eben begründen können. Wir können zumindest nur darauf zunächst verweisen, auf die Schwierigkeit, manche würde sagen auf die Unmöglichkeit, Aussagen über die Zukunft und die dort notwendigen eben Anforderungen an Kompetenzen zu definieren. Kommen wir damit zurück, nochmal wieder auf diesen Begriff Bildung in der digitalen Welt. Wir knüpfen damit auch an eine Bildungstheorie an, die sich auf ein strukturales Moment bezieht, die also nicht mehr versucht, inhaltlich zu definieren, was jetzt die Kompetenzen wären, positiv benannt, die für die Bewältigung von Lebenswelt nötig sind, sondern die sagt, Bildung ist letztlich so etwas wie ein reflektiertes Selbst- und Weltverhältnis. Und was wir überlegen müssen, wie können wir von diesem Verständnis einen Bezug zu dem, was wir als Medienkompetenzen eben definiert haben. Verschiedene Bereiche von Medienkompetenzen. Und wir müssen überlegen, welche Bedeutung hat dann dieser Begriff Medienkompetenz oder das, was wir unter Medienkompetenzen eben halt diskutieren. Wie können wir sie vermitteln? Welche Bedeutung haben sie? In welcher Relation müssen wir sie verstehen? Und da möchte ich auf ein Problem eingehen. Bildung als Zielkategorie hatte ich ja hier vorgeschlagen und in den Raum gestellt. Wir brauchen irgendwelche Aktivitäten, um auf diese Zielkategorie einzuwirken. Und die Frage, die die Mediendidaktik beschäftigt, die Medienpädagogik ist, diese Kompetenzen, die da in diesem Zusammenhang entstehen, inwiefern können wir die als generische Kompetenzen betrachten oder inwiefern sind sie domänenabhängig, domänenspezifisch, also gebunden an spezifische Wissensbereiche oder Kontexte. In den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man sich sehr viel mit Methodenkompetenzen beschäftigt. Also die Methodenkompetenz wäre zum Beispiel die Fähigkeit zu kooperieren, Probleme lösen zu können, selbstgesteuert zu lernen. Ne? Das wären Methodenkompetenzen. Und da hat man im Grunde genommen gemerkt, dass diese Methodenkompetenzen gar nicht so generisch sind, sondern doch vielfach auch an Domänen hängen. Also sprich, ich kann das kooperieren auf der Arbeit, aber vielleicht nicht unbedingt in der Freizeit oder in der Familie. Oder ich kann Problem lösen in der Mathematik, aber nicht unbedingt in Geschichte oder so. Ja? Das ist also doch vielleicht kontextabhängiger, als wir das vermuten. Und bei Medienkompetenz ist eben die Frage auch, die im Raum steht, sind diese Medienkompetenz, wenn es die so gäbe, ist die eigentlich generisch oder vollzieht sich Medienkompetenz nicht eigentlich doch immer in der Sache, in einem Gegenstand? Gibt es Medienkompetenz sozusagen abstrahiert von Inhalt? Medienkompetenz ist ja was anderes als Mathematik. Mathematik wäre der Gegenstand und das Medium ist ja dann der Zugang zu dem Thema, das Werkzeug, um diese Kompetenz zu entwickeln. Also das ist momentan eine Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen, in wie wir diese Medienkompetenz ansiedeln können, in welchem Verhältnis sie zur Methodenkompetenz steht und inwiefern wir sie nicht doch stärker mit domänenspezifisch ansiedeln müssen. Und jetzt möchte ich zu einem Modell kommen, das meines Erachtens nach eine gute Perspektive bieten würde, was diese Gedanken zusammenführt und was, glaube ich, für die Diskussion wirklich zielführend sein könnte. TPEC von Mishra und Köhler. Dieses Modell geht von drei
Kompetenzbereichen aus. Und es geht jetzt hier in dem Fall um Kompetenzen von Lehrpersonen. Ja? Eine Lehrperson braucht Fachwissen, pädagogisches Wissen und, naja, irgendwie technologiebezogenes Wissen, um Unterricht heute oder morgen gestalten zu können. Und sie interessiert im nächsten Schritt vor allen Dingen diese Zwischenbereiche, die Schnittmengen, die dabei relevant sind. Nämlich, wir können hier die Fachdidaktik identifizieren an der Schnittstelle zwischen Fachwissen und dem pädagogischen Wissen. Wir können fachbezogenes Technikwissen hier an dieser Schnittstelle definieren. Also das wäre zum Beispiel eben halt, also ja, die Software GeoGebra im Mathematikunterricht wäre ein fachbezogenes Technikwissen. Dann gibt es die Mediendidaktik an dieser Schnittstelle. Und jetzt kommt aber die Königsdisziplin sozusagen, die Schnittmenge von all dem, das ist TPEC. TPEC ist eben Technological Pedagogical Content Knowledge, also sozusagen wirklich im Kern die Frage, wie vermittle ich, wie verfolge ich beispielsweise ein Lehr-Lernziel in einem bestimmten Fach unter Nutzung bestimmter Medien. Und das Modell macht deutlich, dass sich diese Kompetenz nicht eben aus den Einzelkompetenzen selbst ergibt. Also das würde bedeuten, die Forderung ist hier ganz klar, es reicht nicht aus, dass du Fachwissen hast. Dann machst du eben halt auch noch Bildungswissenschaften und dann machst du auch noch einen Kurs Programmierung. Das wäre ja, drei Kreise, die voneinander getrennt sind, sondern eben halt das Modell würde ganz klar sagen, wir müssen Wege finden, diese Schnittmengen zu identifizieren und letztendlich eben an diesen Schnittmengen auch Probleme den Studierenden beispielsweise zu konfrontieren, mit denen sie dieses Schnittmengenwissen auch tatsächlich generieren oder Kompetenz tatsächlich generieren können. Das wäre also der Gedanke, sich klarzumachen, dass eben auch das Ganze wiederum nicht in additiven Kompetenzbereichen zu denken wäre, sondern dass eigentlich das Spannende an diesen Schnittstellen tatsächlich passiert. Ja, ich habe das hier mal an einem Beispiel durchdekliniert. Ne? Kann man sich also vorstellen, wie man das so macht. Jetzt beispielsweise vielleicht beim Thema Musik. Und damit komme ich zum Schluss. Digitale Bildung erscheint mir eben als ein Arbeitsbegriff, der uns auch manchmal durchflutscht in unseren Argumentationen. Aber es ist halt ein Arbeitsbegriff, der auf die Herausforderungen der digitalen Epoche verweist, aber eben halt problematisch ist, weil er ja eigentlich gar nicht was Spezifisches aussagt über Bildung, sondern eben im Grunde genommen wir eher mehr Schwierigkeiten erzeugen mit dem Begriff. Die Folgerung wäre, digitale Kompetenzen können nur im Gegenstand erworben werden. Das heißt also, die Gefahr ist, wenn wir über digitale Kompetenzen reden, dann ist die Gefahr, dass wir denken, das ist etwas Zusätzliches, etwas, was dazukommt, was additiv ist, was am Rande steht. Hier wäre der Gedanke, es muss eben im Gegenstand erworben werden. Dazu kommt dann auch das Verstehen und Reflexion der Digitalisierung, aber das integrierte, durchdringende ist eigentlich das Spannende. Insofern erscheint mir eine gute Alternative, darüber zu sprechen, wie wir Bildung in der digitalen Welt gestalten wollen. Danke. Ja, wir haben noch 3-4 Minuten. Insofern, wenn irgendwie jemand eine spontane Gedanke, Reaktion hat, dann ahne ich, dann würde zum Beispiel Herr Abs die Hand heben. Vielen Dank für den Vortrag. Wir sind hier etwas überraschend reingekommen, sind auch keine Fachleute. Deshalb kann ich nur so vor dem Hintergrund des Vortrags eine dumme Frage stellen. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, wechselte an einer Stelle die digitalen Kompetenzen zu Medienkompetenzen, dann wieder digitalen Kompetenzen. Ist das im Hinblick auf den Kompetenzbegriff ein Unterschied, ob man von digitalen oder diesen 7, ich fand das sehr schön, diese Folie mit den 7 Bereichen bei den medienbezogenen Kompetenzen, könnte man das ersetzen durch digital? Ist das synonym oder was Spezifisches? Ja, also das ist zunächst einmal, wenn man so will, historisch. Also sprich, eben halt ab 1970 sprechen wir von Medienkompetenz.
Und jetzt scheint sich das Ganze eben halt in Richtung einer digitalen Kompetenz eben halt zunächst mal rein begrifflich zu entwickeln. So. Und dann merken wir eben aber auch, dass sozusagen dass dann die Listen, die dazu entstehen, aber meines Erachtens nach eben halt ja man fast schon als wahllos bezeichnen könnte. Ne? Das habe ich so versucht anzudeuten. Unter dem Label digitale Bildung formieren Listen, die eigentlich irgendwie alles aufnehmen, das irgendwie wichtig wäre. Und insofern ist meines Erachtens auch damit schon der Beleg, dass wir mit dem Begriff unglaublich wenig eigentlich Erkenntnis gewinnen können. Ja, aber war nicht diese Folie mit den medialen Ja. so umfassend, dass wirklich auch das alles umfasst, was auf den verschiedenen Listen drauf ist? Ja. Das ist ja eine Liste, die jetzt von Wissenschaftlern erstellt wurde. Können wir sagen, dass die genauso umfassend ist wie diese Studie? Ja, also wir müssen weiterdenken. Wir müssen wirklich kritisch fragen, was wäre, wenn wir mit diesen Dingen hier links einfach immer Medien weglassen würden? Was wäre, wenn wir immer digital weglassen würden? Dann würde das heißen, also ich brauche Wissen über die Welt. Ich muss die Welt verstehen. Ich muss Fertigkeiten in der Kompetenzen entwickeln. Ich muss umgehen mit Wissen, ich muss, ja, also es ist sozusagen die Frage, inwiefern das überhaupt noch eigentlich trennscharf ist, auch dieser Begriff der Medienkompetenz. Es ist wirklich schwierig, mit dieser Begrifflichkeit umzugehen. Man muss immer noch sehen, in den 70er Jahren war ja das Besondere, da war das Fernsehen ja etwas eben halt Spezielles, das so nicht eben das so durchdringend wie heute die Digitalisierung. Ja, also die Antwort wäre, ich würde vorschlagen, das nicht so zu formulieren, sondern ich würde aber sehr wohl sagen, dass wir darüber reden sollen, was bedeutet Bildung in der digitalen Welt. Das sollten wir sehr wohl überlegen. Und insofern ist, glaube ich, auch dann eine Konsequenz aus dieser Überlegung ist, dass wir da auch nicht so hektisch jetzt meinen, irgendwelche Kompetenzbereiche erfinden zu müssen, sondern dass eigentlich hier der Bildungsbegriff und die bildungstheoretische Diskussion eigentlich sehr eine gewisse Tradition hat, die wir hier einbringen können und die wir brechen müssen in der Frage, was bedeutet das in dieser digitalen Epoche? Aber es hilft nicht, jetzt Kataloge von Kompetenzen zu erfinden, bei der wir immer nur fragen, wie wollen wir die jetzt eigentlich begründen? Das ist mein Problem. Mike und Jim. Es ist exakt der Punkt eigentlich, den ich hier andeuten will, nämlich eben die Frage, wir müssen das klären, was eigentlich das Domänenspezifische ist und was das Generische ist, wo das Generische angelegt ist, weil das hat ja sehr weitreichende Konsequenzen für didaktische Planung. Und das ist meines Erachtens nach nicht geklärt. Und da können wir eben halt auch mit diesem Modell hier arbeiten und wir schauen, ja, was ist denn davon jetzt generisch? Also zum Beispiel zu wissen, dass es Plattformen gibt und wie die funktionieren und so weiter, ist relativ generisch. Aber das müssen wir eben weiter ausloten, eigentlich an welchen Punkten das so ist. Wie gesagt, ich meine nur, dass wir aus der Diskussion über Methodenkompetenzen lernen können, dass wir da vorsichtig sein müssen. Wir überschätzen meistens die Transferierbarkeit. Das ist ein Problem. Wir glauben immer, ne, Schlagwort Latein, ne, viele glauben, wenn ich Latein gelernt habe, kann ich Sprachen besser lernen. Dummerweise, Latein ist sicherlich super toll und ja, immer gut, aber dummerweise, nein, es hilft nicht beim Lernen von Spanisch. Und das ist sozusagen hier das Argument, dass wir das klären müssen, was ist dabei transferierbar. Dadurch, dass wir jetzt auch gesprochen haben, dass es nicht wirklich diese Kompetenzlisten im digitalen Bereich gibt, werfen Sie jetzt für mich auch vielleicht auch andere in den Raum,
Ja, finde ich, ist aber insofern eigentlich hier gesehen relativ klar, weil ich meine, das wäre jetzt so, also wenn ich es jetzt auf meinem Bereich sehen würde, würde das zum Beispiel heißen, eben halt, es wäre wichtig, dass jemand in der Lage ist, SPSS zu bedienen und Kompetenz zu verstehen und so weiter. Aber das wäre eine fachspezifische Kompetenz eben halt im Bereich der empirischen Bildungsforschung. So, verstehen Sie? Aber bei Ihnen ist wahrscheinlich SPSS jetzt nicht unbedingt die Kompetenz. Und die Tatsache, dass man SPSS kann, heißt noch lange nicht, dass ich zum Beispiel SAP kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ja, verstehen Sie? Also das ist genau diese Sache. Also Sie, ja, natürlich sollten wir auch in Bewerbungen auch fragen, können Sie SPSS? Natürlich, weil das ist dann da natürlich eine wichtige digitale Kompetenz. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich keine digitale Kompetenz, sondern es ist ein Werkzeug zur Arbeit in der empirischen Bildungsforschung. Und am besten ist eine Kompetenz zu haben, das zu lernen. Auch da ist die Frage, ob die generisch ist sozusagen oder was das bedeutet. Ne? Aber ja, also das sind so die Dimensionen, mit denen wir uns in der Mediendidaktik beschäftigen. Und ich bin total happy, dass Sie sich darauf eingelassen haben, dass ich eingeladen worden bin, diese provozierende Frage hier Ihnen in den Raum zu werfen. Ich habe das sehr kondensiert auf einige zentrale Fragen. Also die Message lautet, wir brauchen natürlich sehr viel an Aktivitäten, um das Thema voranzubringen. Aber ich wollte Ihnen einige sozusagen Hürden oder einige Gefahren vielleicht aufzeigen und wie wir mit Klug vielleicht auch mediendidaktisch informiert mit dieser Frage, wie wir Bildung in der digitalen Welt gestalten wollen, umgehen können. Sage ich danke erstmal und ich vermute, Marianne wird noch etwas zum weiteren Verlauf an dieser Stelle sagen. Dankeschön.